Das Geschehen an den Finanzmärkten heute ist überschaubar spannend. Deswegen lautet meine Headline heute: Europa macht sich kaputt und will damit einen größeren, einen wahrscheinlich wichtigeren Zusammenhang erfassen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Warum macht es sich kaputt? Weil der Postengeschacher immer absurder wird. Jetzt ist möglicherweise Ursula von der Leyen die Nummer 1 Favoritin für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin, damit Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker, und Ursula von der Leyen auch in Insiderkreisen als Flinten-Uschi tituliert. Die hat es in 6 Jahren Verteidigungsministerin wirklich geschafft, die Bundeswehr komplett herunterzuwirtschaften. Und die soll jetzt praktisch die Nachfolgerin von Juncker werden und damit den wichtigsten Posten in der EU besetzen. Das ist doch ziemlich absurd. Ursula von der Leyen hat genau 3 vorrangige Qualitäten, die sie offenkundig für diesen Job qualifizieren. Sie ist A, Deutsche, dann hätte man die Deutschen ein bisschen ruhig gestellt, die ja unbedingt den Weber wollten. B, sie ist eine Frau, damit hätte man die ganzen Töne aus der EU zufriedengestellt, die sagen, jetzt muss aber unbedingt eine Frau sein. Und C, sie ist Mitglied der EVP, damit hätte man die EVP, also die konservative Partei, im Europaparlament zufriedengestellt, die ja eigentlich mit Weber angetreten ist. Man fragt sich manchmal, warum haben wir eigentlich bei der Europawahl gewählt, wenn das dann das Resultat ist, dass da hin und her geschoben wird. Du kriegst das, ich krieg das. Gestern schon das Video mit Timmermans und dem bulgarischen Regierungschef, wo man den Kuhhandel wirklich live beobachten konnte. Und das Ganze geht jetzt weiter. Das zerstört die Idee von Europa vollkommen. Und das dürfte dann dazu führen, dass sich diese Europa-Idee weiter delegitimiert, was eigentlich eine Katastrophe ist. Denn wir brauchen eigentlich eine Einheit, wir müssen ein Block sein, wenn wir uns gegen die anderen Großen irgendwie noch behaupten wollen, gegen die USA und gegen China. Apropos USA. Ich gönne Ihnen hier den Anblick von Ursula von der Leyen absichtlich lange. Ich weiß, manchmal bin ich etwas sadistisch veranlagt. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt wissen, dass Donald Trump diese Lockerung des Huawei-Bans offenkundig deswegen veranstaltet hat, deswegen gemacht hat, weil die amerikanische Halbleiterindustrie im Vorfeld, kurz vor dem G20-Gipfel, massiv Lobbyarbeit gemacht hat und gesagt hat, Leute, das kostet uns richtig Geld, das wird unsere Marktchancen verschlechtern. Damit wird die amerikanische Tech-Industrie ein Riesenproblem bekommen, vielleicht sogar die Marktführerschaft verlieren. Dann hat Donald gesagt, naja, das Argument Geld verdienen, das verstehe ich. Wir machen es halt dann so, dass die Chinesen nichts oder wir nichts von den Chinesen, von Huawei kaufen dürfen, aber die Chinesen das, was wir wollen, von uns kaufen können. Das zeigt mal wieder, wie pragmatisch der Ideologe Donald Trump unterwegs ist. Aber schauen wir uns ein paar Charts an heute, beziehungsweise ein paar Grafiken, die relevant sind. Wir haben zunächst mal die Situation, dass der Welthandel weiter absäuft. Wir sind jetzt praktisch bei Null Wachstum. Dieser Chart zeigt nach unten und die Deutsche Bank hat einen interessanten Chart gezeigt, der das Ganze mit der Aktie von FedEx abgleicht, also diesem Logistiker, diesem Transportunternehmen. Und normalerweise hat FedEx hier so eine Art Leading-Funktion, also eine Frühindikator-Funktion. Und wenn der Aktienpreis von FedEx hier diese Frühindikator-Funktion weiter erfüllt, dann dürften wir hier sogar negativ werden, was das Wachstum betrifft. Dafür sprechen auch andere Indikatoren. Hier haben wir den Cass Freight Index, den ich schon mal gezeigt habe, ein Schifffahrtsindex. Wir haben die Global PMIs hier von JP Morgan, die zeigen, dass wir jetzt erstmals global unter die 50er Marke gerutscht sind, nämlich bei 48 und ein paar zerquetschen stehen. Das zeigte, dass hier die Dinge also richtig dramatisch sind. Das erklärt vielleicht ein bisschen die Kehrtwende der Notenbanken. Jetzt ist Thema von der Leyen nochmal auch IWF-Chefin Lagarde im Gespräch, die Nachfolge von Mario Draghi anzutreten. Damit hätte man eine Französin, was den Franzosen wieder Gute schmeckt. Die Südländer könnten mit Lagarde auch leben, denn die gilt als ultra-dovish, dagegen ist Draghi wahrscheinlich ein braver Bub. Und damit hätte man dann auch eine weitere Frau irgendwie in ein wichtiges Amt gehoben. Hauptsache Frau, Qualifikation ist dann nicht so wichtig. Nichts gegen viele Frauen, umso mehr, umso besser. Aber es ist eben die Frage, ob eine Ursula von der Leyen
wirklich die Kandidatin ist, auf die man sich hier verständigen sollte, um das nochmal klar zu machen. Schauen wir uns nochmal eine andere Situation an. Wir sehen also hier diese nachlassende Weltwirtschaft auf breiter Ebene und wir haben ja eigentlich dieses Wunderwachstum. Wir haben jetzt die längste Wachstumsperiode in den USA seit Menschengedenken, 121 Monate. Aber wenn wir uns dieses Wachstum mal anschauen, dann sehen wir, und das ist hier dieser gelbe Chart, ist eben dieses Wachstum, das ist so bescheiden wie noch nie vorher und es ist vor allem gedopt, wie ich kürzlich in einem Video auch versucht habe zu zeigen, nämlich gestern im Markeflüster, fällt mir jetzt ein. Jedenfalls hatten wir in anderen Erholungsjahren deutlich bessere Zahlen, deutlich besseres Wachstum, auch wenn dieses Wachstum nicht so lange gedauert hat, war es deutlich kräftiger als jetzt. Dadurch, dass wir keine Rezession mehr zulassen, keinen Abschwung mehr zulassen, können wir eben auch nicht wirklich mehr Wachstum erzeugen. Das bedingt sich gegenseitig. Und wir sehen als Marktreaktion, dass die Märkte jetzt dazu übergehen, unglaublich, oder die Investoren dazu übergehen, unglaublich viel Geld in Anleihen zu investieren, hier in US-Bonds. Wir hatten die größten Zuflüsse im Juni, die es jemals gab, in Bond-ETFs mit 24,4 Milliarden Dollar. Und wir sehen auf der anderen Seite, ups, was war das? Das gehört nicht dazu. Wir sehen auf der anderen Seite, hier ist es, dass der Bond-Optimismus, also der Optimismus für Anleihen, weiter steigende Anleihekurse, gleichzeitig weiter fallende Renditen so hoch ist wie selten zuvor. Das ist eine Konstellation, die gefährlich ist. Da sitzen wieder mal alle im selben Boot. Derzeit steigt ja alles, Aktienkurse, Anleihekurse, so ziemlich alles ist in 2019 gestiegen, wie die Deutsche Bank gezeigt hat. Nur Silber nicht. Ansonsten aber alles, was irgendwie nicht auf den Baum kommt, ist gestiegen. Und irgendwann muss auch mal was fallen. Das ist normal eine Naturgesetz der Schwerkraft. Schauen wir uns die unglaublich interessanten Charts heute an. Da sehen wir hier den S&P mit einer massiven Auf- und Abwärtsbewegung innerhalb einer 3-Punkte-Range. Wir haben den Index bei 2962. Wir sehen, den haben wir schon gesehen. Wir sehen den Dow Jones knapp an der 26.700er Marke. Der Nasdaq hält sich bei 7.761. Auch der DAX heute mit unglaublich viel Temperament, aktuell bei 12.522 Punkten. Und wir sehen, da passiert wieder ein bisschen mehr beim Gold. Hier geht es wieder über die 1.400er Marke. Es gibt jetzt Berichte, wonach Mike Pence seinen Auftritt in New Hampshire absagen musste, wurde nach Washington D.C. gerufen. Da hieß es dann, es sei aus Emergency, also aus ganz wichtigen Gründen. Das hat man dann dementiert, aber dann kurz danach die Meldung, dass Putin eine Konferenz schnell verlassen hat, um seinen Verteidigungsminister zu treffen. Man ahnt, man fürchtet, dass da in Sachen USA, Iran was am Start ist, aber alles unbestätigt, alles nicht sicher. Wir sehen die Gemeinschaftswährung, den Euro also über der 1,13er Marke wieder und wir sehen, dass Öl zumindest nicht von diesen Spekulationen profitieren kann, die ich eben genannt habe, 57 Dollar und 12. Also, das ist die Situation. Wir haben jetzt die Entscheidungsfindung in Europa. Wenn zum Beispiel Uschi es werden sollte, dann ist Jens Weidmann definitiv aus dem Rennen als EZB-Chef. Ist er wahrscheinlich sowieso, aber dennoch zeigt es mal wieder eine gewisse Unwürdigkeit, ein undemokratisches Postengeschacher. Interessen von verschiedenen Ländern müssen hier über den Kamm geschert werden. Man muss einen Konsens finden. Das ist natürlich schwierig, zeigt aber, dass wir möglicherweise einfach mal die EU reformieren müssen. Es kann nicht sein, dass drei Einwohner von Luxemburg ungefähr so viel auf die Waage bringen wie Tausende hier in Deutschland. Da ist doch auch irgendwas faul. Dementsprechend müssten wir da vielleicht mal ansetzen. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Tschüss.